Ja, bei Autoreif seid ihr wie immer richtig. Und da habe ich mir nochmal den Patrick geholt, Hi. mit dem ich jetzt hier schon zig Videos gedreht habe. Wir sind bei Toyota Dienig im Hundünig. Dienig, ne? Wie spricht ihr es aus? Dienig. Jawohl. D-I-N-I-G. Seht ihr aber auch im Clip. Im Hunsrück. Und da steht im Toyota Showroom genau dieses Fahrzeug. Und er steht da nicht umsonst, weil es steht ja auch Toyota dran. Unser eins denkt aber, Mensch, macht ihr auch einen auf Oldtimer? Ne? Ist aber gar kein Oldtimer, oder? Nein, das ist ein tatsächliches Neufahrzeug, was wir so importieren und neu hier anbieten können. Also Baujahr 2022, 2021 wird das jetzt sein, ne? Genau. Und das ist ein Toyota Land Cruiser mit dem Kürzel J7. Den Land Cruiser, den wir hier kaufen können, ist ein anderes Modell, gleicher Name. Und ich glaube, insgesamt haben Sie über den Globus verteilt drei unterschiedliche Land Cruiser, oder? Mindestens, ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt einer davon. Und ihr importiert die, weil normal gibt es die in Deutschland gar nicht zu kaufen. Und das Lustige ist, so der Laie denkt, ihr kauft die einfach in Japan ein und sagt, hier Toyota, wir wollen mal 20 Dinge haben, geht aber gar nicht, sondern ihr holt euch die aus unterschiedlichen Märkten. Ja, grundsätzlich ist das Modell nicht für den deutschen Markt vorgesehen. Daher gucken wir immer, wo auf der Welt wir gerade welche bekommen können, um die dann für euch als Kunde zu importieren. Was haben wir denn hier? Ich meine, normalerweise würde ich ja denken, ich will schon so machen, das ist ja ein nagelneues Auto, manchmal so. Unter der Haube haben wir was? Diesel natürlich. Nein, da haben wir in dem Fall einen 4 Liter V6 Benziner mit 270 PS, den wir durch einige Modifikationen auf die Euro 6 Abgasnorm heben können. Okay, also können wir richtig schön hier mit grüner Plakette in der Innenstadt rumfahren. Genau. Wo liegt der Verbrauch bei so einem Fahrzeug? Auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, aber es hält sich noch in Grenzen. Und Top Speed ist ja mal wichtig, deutsche Autobahn. Also 120 km/h ist die Geschwindigkeit, ab dem das Auto serienmäßig abgeriegelt ist. Da kann man auch ein bisschen was dran machen. Aber dadurch, dass das ein Offroad-Fahrzeug ist, ist das schon in Ordnung. Okay, Offroad gleich Allrad. Genau. Da sage ich natürlich, wie viele Sperren hat er denn und was für welche? Den kann man unterschiedlich bestellen. Es gibt den mit Sperre an der Hinterachse und ohne Sperre an der Hinterachse, aber definitiv hat er immer ein Mittelsperrdifferential mit Untersetzungsgetriebe zuschaltbar und dadurch kommt ihr einfach jede Steigung hoch. Also der kann was im Gelände. Das ist kein Ja. SUV, kein Mickey-Maus-Fahrzeug, sondern ein richtiger Geländewagen noch. Nein, das ist auch genau das Modell, was den Namen Busch Taxi als Spitznamen trägt. Da kennen wir ja jemanden. Ne? Grüße an den Alex gehen raus. Ja, wollen wir einmal kurz reingucken, Alex? Ja, ne? Die Fahrzeuge könnt ihr quasi so von der Stange kaufen. Und das Fahrzeug, was ihr hier seht, so wird er auch importiert quasi. Ne? Also werden die ganzen legalen Modifikationen gemacht. Aber guck mal, hier ein bisschen Holz am Lenkrad, ist schon schön. Ne? Und hier auch Sitze. Zeig euch mal, damit ihr das seht. Ihr kennt das ja von Ausfahrt TV. Man muss schon hier ganz schön hoch rein. Und es ist halt auch eher für kleinere Leute angelegt. Wenn man aber erstmal Platz genommen hat, sitzt man hier wirklich gut. Und was ich halt wunderschön finde in diesem Fahrzeug, so viel Glas, so viel Glasfläche, liegt vielleicht nicht gut im Wind, ist aber sehr übersichtlich und lässt sich auch schön fahren. Das kann ich euch auch schon sagen, denn ich durfte schon ein Exemplar bewegen. Im Übrigen nicht nur Holz am Lenkrad, sondern hier auch an den Armaturen. So viel zum Busch-Taxi, ne? Buschholz vielleicht. Ein Holzschaltknopf und so weiter und so fort. Das ist hier schon ganz schön schick hier, ne? Ich bin ja nur 1,80 groß, also gar nichts, aber hier ein stattliches Mannsbild, 1,96 Meter, wird jetzt auf der Rücksitzbank Platz nehmen und ihr habt mal einen Eindruck, wie das so aussieht. Ja, du kannst sogar Geht. sitzen, ne? Ich Du hast kann sogar gerade sitzen, ja. Kopffreiheit. Also wenn man ein bisschen tiefer guckt, kann man das sehen. Das war eigentlich so ein bisschen als Foppen gedacht, aber es funktioniert tatsächlich, ne? Der bietet richtig viel Platz halt auch im Innenraum. Ja, zumindest was den Kopf angeht. Mit den Beinen könnte es ein bisschen mehr sein, aber Ja, gut. passt. Dann schauen wir noch mal ganz nach hinten. Und im Prinzip ist der ein Flügeltürer. Denn ich kann hier die beiden Flügeltüren öffnen am Heck. Und das hat mich auch beeindruckt. Habe auch noch mal ein richtiges stattliches Kofferraumabteil. Weißt du, wie viele Liter das sind? Nein, leider nicht. Aber es ist schon einiges, ne? Das ist kein kleiner Wagen. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, hört sich gut an, die Basis kostet Ungefähr 56.000 bis 60.000 €, je nach Version. Aber das ist das Schöne, es gibt nicht nur den Wagen in dem Format, sondern es gibt unterschiedliche Ausstattungen und unterschiedliche
Aufbauform. Und genau die gucken wir uns jetzt mal an. Und jetzt, Kinder, einer im Showroom, ja, aber hier jede Menge andere. Und guckt euch das mal an. Ich bin ja Laie, aber der hat ein hohes Dach. Der hier sieht aber ganz schön schlicht aus. Der hat gar keine Radverbreiterung. Und der hat dafür voll Chrom. Und guck mal hier, das sieht nach einer serienmäßigen Winde aus. So ist das, wenn der kleine Jan euch versucht, Autos zu verkaufen. Jetzt lassen wir mal den Profi ran. Wie unterscheiden sich die alle? Ja, grundsätzlich sind das alles Landcruiser der J7-Serie. Die unterscheiden sich dann mit dem nächsten Zahlenkürzel. Der mit dem hohen Dach, an dem du angefangen hast, ja, das ist ein GRJ 78. Dann haben wir die Pickup-Modelle, das sind die GRJ 79-Modelle. Doppelkabine, ne? Die gibt es mit Doppelkabine oder als Single Cab. Da hast du nur zwei Sitze. Und dann haben wir noch den GRJ 76. Das ist da hinten in der Ecke und der weiße. Das sind die klassischen Kabinenmodelle. Oder hier siehst du einen zum Beispiel auch in Grau. Die gibt es dann mit Radverbreiterung und schönen Alufelgen oder eben serienmäßig ohne Radverbreiterung und Stahlfelgen. Und welche gehen am besten bei euch? Sehr gern werden die 79er, also die Pickups mit Doppelkabine genommen oder halt die 76er mit klassischem Viersitzer plus Kofferraum. Und das ist schon serienmäßig oder habt ihr die dezent reingebaut? Nein, die ist serienmäßig. Bei dem LX-Modell haben wir ab Werk schon eine Seilwinde vorne mit dabei. Ja, schick. Also ihr seht, da ist schon mal jede Menge Auswahl. Man denkt ja, die holen sich so einen eulen alten Toyota hier rüber, aber man kann tatsächlich wählen. Und die erinnern mich so an Afrika halt, ne? Fährt die UN nicht auch mit den Dingern rum, ja, ne? Genau, ja. Also ich glaube sogar die UNICEF, ja, die haben auch solche Autos. Die sind einfach robust und sind gemacht für solche Einsätze. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie man das Ganze noch veredeln kann, beziehungsweise wie die nicht die Autos veredelt. Jetzt sind wir in der Werkstatt angekommen und der geneigte Autohive-Zuschauer wird sie erkennen, wenn wir hier nochmal hinschwenken. Hier stand nämlich unser GR Yaris und ist getuned worden. Hier stehen aber unter anderem auch, und ich glaube, für uns habt ihr damals ein bisschen zusammengeschoben, ein paar Fahrzeuge, die ihr aktuell in Arbeit habt. Richtig, hier haben wir ein paar unserer Land Cruiser-Modelle und auch einen etwas älteren Hilux, die wir gerade dabei sind umzubauen in Richtung Offroad mit Sonderbauten wie Windenstoßstangen, Höherlegungen und Offroad-Rädern zum Beispiel. Und der Hilux ist aber nicht irgendein Hilux, das ist euer Hilux, ne? Genau, das ist unser Hilux. Damit hat auch so ein bisschen unsere Leidenschaft angefangen, die Fahrzeuge stark umzubauen. Der hat schon einiges erlebt, einiges gesehen, wie man vielleicht auch erkennen kann. Und mit dem haben wir unsere Umbauten eigentlich hier in der Firma angefangen. Wenn wir einfach mal anfangen von unten nach oben, der Offroader, der weiß, was er will, braucht auf jeden Fall eine Winde, um sich irgendwo rauszuwinden, ne? Ja, also im besten Fall wird er sie natürlich nie brauchen, aber im Gelände ist es nicht schlecht, wenn man so eine dabei hat, dass man sich im Zweifelsfall auch mal alleine irgendwo rausziehen kann. Wenn ich eine Winde habe, die sitzt ja quasi hier fest verschraubt, dann brauche ich eine andere Stoßstange in der Regel, ne? Es gibt wenige Winden, die ohne eine neue Stoßstange auskommen. Es gibt welche, das kommt dann immer aufs Fahrzeugmodell an. Da wird der Windenträger hinter der Originalstoßstange fest mit dem Rahmen verschraubt. Aber hübscher ist es natürlich, direkt die passende Stoßstange mitzunehmen. Ja, LED-Leuchten ist klar, ne? Braucht man, finde ich sowieso, also muss man eigentlich haben. Wobei auch das werden Arbeitsscheinwerfer sein, nehme ich mal an, oder? In dem Fall ja. Und Schnorchel, gut, bei uns in unseren Breiten brauchst du eigentlich nicht, oder? Kommt drauf an, also mit dem Auto, wenn du durch den Osten von Europa fährst, da gibt es auch sehr, sehr viele staubige Straßen und darum geht es unter anderem, dass der Staub, der unten aufgewirbelt wird, nicht so stark in den Luftfilterkasten kommt. Es geht gar nicht mal unbedingt so sehr darum, durch Wasser durchzufahren zum Beispiel, wie die meisten glauben. Ja. Und dann oben kleinen Dachgarten, da muss ich ja sagen, mein Chevy hat einen größeren Dachgarten, aber der ist sehr gut organisiert, da habt ihr auch Arbeitsleuchten nochmal dran und Bleche zum Rausfahren halt, ne? Genau, das sind Bleche, die kann man dann auf schlammigem Untergrund unter die Räder schieben, damit man noch ein bisschen Traktion kriegen kann, um sich da wieder rauszufahren. Gut, ist aber ein Hilux, ne? Wir reden ja eigentlich über die Land Cruiser und ich habe hier schon einige Autos rumfahren sehen und unter anderem die rumfahren. Das ist hier eure Standardstoßstange, ne? Die, genau, das ist unsere AFN-Stoßstange, da sind wir auch Generalimporteur und die bieten wir sehr gerne für unsere J7-Modelle
an. Hier schick auch mit LED-Tagfahrlicht unten integriert. Macht ihr was mit den Lampen vom Land Cruiser? Nee, ne? Wir können sie umrüsten auf hellere Halogenbirnen oder neuerdings auch auf LED mit Straßenzulassung. Man muss aber dazu sagen, das kostet auch ein paar Mark, aber wer es gerne ein bisschen heller hat, kann auch hier Hand anlegen. Und LED-Leuchtmittel, also hier die LED-Laser, was ist das, Osram, Philips, hast du nicht gesehen, oder? Genau, Osram und Philips sind genau die zwei Hersteller, die das jetzt neuerdings anbieten und da sind wir dran, eine Lösung zu finden für das Auto. Krass, ja, gut. Das ist die besagte Winde, die man halt haben muss, ne? Bist du eigentlich Offroader? Nee, ne? Doch, also ich persönlich habe keine Winde, aber ich fahre auch sehr, willst sehr gerne Offroad. Willst du Kunststoff- oder Stahlseil nehmen? Oh, da gehen die Meinungen stark auseinander. Ich weiß, darum da will ich mich nicht festlegen. Achso. Gut, was ihr im Innenraum macht, also hier sieht man auch, ist was abgeschraubt, wird auch wieder dran geschraubt, ne? Der ganze Spiegel fehlt. Ihr aktualisiert die Autos ja im Prinzip. Haben wir vorhin schon gesagt, unter anderem auch Infotainment-System, kommt ein schönes Android-Radio rein, nehme ich mal an. Genau, also wir können Multimedia-Displays einbauen, optional auch mit Rückfahrkamera, Apple CarPlay, Android Auto, sodass man auch bei so einem Geländewagen nicht auf die modernen Features verzichten muss. Ja, schön. Kannst du was, ich weiß, darfst du natürlich nicht über deine Kunden sagen, ne? Aber nur mal so, ist das eine spezielle Klientel? Sind das alles hier Globetrotter, Weltveränderer oder ist das der Malermeister von gegenüber und der Förster vom anderen Kaff und so? Oder wie? Im Prinzip haben wir alles dabei. Wir haben die richtig verrückten, reisewütigen Menschen, die die Weltreise planen. Wir haben aber auch Handwerker dabei und natürlich auch Toyota-Freunde, die aus Nostalgiegründen gerne nochmal so ein Auto haben möchten, wie es früher gebaut wurde. Okay. Wir haben hier auf der anderen Seite, Alex, darfst schwenken gerne, auch nochmal ein. Die Folierung bringt ihr selber an, oder? Nein, die ist original tatsächlich. Ich weiß. Das ist schon, muss man mögen, oder? Ja, so war das früher in den 80ern, 90ern. Bleibt die denn dran oder wird das nur abgemacht? Je nachdem, was der Kunde wünscht. Viele lassen sie tatsächlich dran, weil es einfach zu der Zeit und zu dem Auto passt. Ja. Aber wir machen sie natürlich auch gerne ab. Gut, Trittbretter sind auch von euch, weil ich sehe hier immer TD Experience, weiß ich sofort, das ist ein Zubehörteil von euch. Genau, das sind robuste Rockslider. Die sind gar nicht mal so sehr groß von der Trittfläche. Das hat auch seine Begründung. Nämlich je breiter und je größer die werden, desto eher setzt man natürlich auch auf im Gelände. Gut, hinten wollen wir noch einmal gucken, Alex. So ein bisschen knapp hier, aber klar, eine Leiter, um auf den Dachgarten später zu kommen. Der kriegt doch noch einen Dachgarten, ne, wenn die Leiter da schon ist. Und hier dann eine kleine Besonderheit, Heck, also ein Rad am Heck haben sie sowieso. Genau. Aber hier kann ich noch ein zweites, glaube ich, montieren, ne? Jawohl. Ja, das ist schon, und die Stoßstange ist hier auch anders, ne? Genau, hier haben wir eine Offroad-Stoßstange mit einer Anhängerkupplung, die man tauschen kann mit einer Öse, mit einer Hakenöse oder mit der klassischen Kugelkopf-Anhängerkupplung. Ja. Das ist ja im Prinzip, habe ich auch beim Chevy so, ne? Das ist so das gleiche Maß, oder? Genau. Wie die Amis oder mein Range hat die auch so. Gut, dann springen wir nochmal nach vorne kurz. Wenn ich jetzt sage, ich habe im Lotto gewonnen und ich möchte so ein Schätzchen haben, wie läuft das denn ab? Ich ruf bei euch an und sage, ich will einen braunen oder einen grauen oder geht es andersrum? Du sagst mir, das und das haben wir da oder? Sowohl als auch. Natürlich versuchen wir Kundenwünsche zu erfüllen und beschaffen auch mal eine seltenere Farbe. Aber in der Regel haben wir fast immer was im Zulauf in den Farben grau, weiß, braun. Das sind so die gängigsten Farben. Und dann sage ich zu dir, Mensch, mach mal schick und also jetzt der Umbau, den wir hier angedeutet sehen, wie lange dauert das, wenn ich jetzt sage, hier ist das Geld, leg los? Gut, es kommt immer darauf an, wie viel Umbauten wir machen sollen. Wir haben natürlich mittlerweile eine richtig große Zubehörliste aufgebaut und einige Umbauten dauern schon ein paar Tage, muss man sagen. Aber in der Regel sind wir in 2 bis 3 Wochen mit so einem Umbau fertig. Okay, ich habe verstanden, korrigiere mich aber bitte, ich habe mir gemerkt, ne? Aber ich runde auch gerne ab, 60.000 ist quasi ein Basispreis für so ein Fahrzeug. Mhm. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen schicki dran bauen lässt, wo liegen wir dann? Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das ist mir klar. Ja, ich sag mal so, mit einer vernünftigen Offroad-Ausstattung kann man schon nochmal 10 bis 20 rechnen.
für einen kleinen Umbau. Die ganz großen Umbauten, wo wirklich kein Stein auf dem anderen gelassen wird, da liegen wir dann schon im sechsstelligen Bereich. Gut, Kinder, von euch möchte ich wissen, würde euch das interessieren, dass ich so ein Auto mal genauer vorstelle? Soll ich nochmal zurückkommen ins Autohaus Dienig und mal ein schönes Review hier, schöne Videokaufberatung zum Land Cruiser von Toyota, dem J7, drehen? Würdet ihr dann lieber das Basisfahrzeug sehen oder dann hier schon so eine aufgemotzte Hütte? Ne? Das, ich lasse euch das offen, mir ist das eigentlich egal. Ne? Aber vielleicht können wir sogar ein bisschen Spaß mit dem Auto haben. Aber nur, wenn es euch interessiert. Das würde ich gerne wissen. Bei dir, Patrick, möchte ich mich bedanken. Vielen Dank für die Führung. Wir waren hier ein paar Tage beim Autohaus Dienig, haben den Jahresflott machen lassen. Ich habe mal in der Supra gesessen, auch sehr, sehr schön, MK4 Supra. Sie haben ja auch die neue Supra stehen. Der Jahres ist gepimpt und war eine schöne Zeit. Wenn ihr mal hier in der Region seid, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das ist ein guter Laden. Kann ich so sagen. Wäre ich nicht für bezahlt. Für was anderes, ne? Nein. Gut, Kinder, macht's gut da draußen. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ich verabschiede mich von euch wie immer und sage, tschüss, bis dann, euer Jan.